Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video bei 36 Grad. Ja, aber ich wollte jetzt mal schminken und habe gedacht, da könnt ihr auch einfach wieder dabei sein. Heute mal ein bisschen mit quatschen, das gab es glaube ich schon ewig nicht mehr. Ich hatte eher immer so Get Ready With Me Videos gemacht. Ich habe hier nur so ein Kleidchen an, Bikini-Oberteil und meine Güte. So, wir schminken mal wieder was mit der Take Me To Brazil Palette. Überraschung. Ich zeige es euch nochmal kurz, auch wenn ihr die jetzt schon öfter gesehen habt. Ich habe gedacht, wir machen mal was mit Blau, passend zum Bikini-Oberteil. Ja, dann starten wir doch einfach mal. Als erstes, wie immer, die Base. Da habe ich ja die von Art Deco. Die finde ich übrigens echt super. Ich muss nur mal gucken, mit was für einem Pinselchen ich den auch mal aufnehmen kann, weil das ist jetzt langsam schon ein bisschen schwierig, da mit dem Finger reinzukommen. Noch geht's mehr oder weniger, aber nicht mehr lange. So. Also, erstmal Lidschattenbase. Also Leute, es ist wirklich, es ist extremst warm. Und im Hintergrund saugt jemand. Ich hoffe, das ist nicht so laut. Das ist ein wunderbarer Zeitpunkt, sich zu schminken. I know. So. Lidschattenbase. Und dann nehmen wir uns die Take Me To Brazil Palette. Und ich glaube, ich weiß, welche Farben ich nehmen möchte. Ich hole euch mal näher. Also ich möchte auf jeden Fall diese beiden Töne verwenden und eventuell noch diesen. Ich werde jetzt als erstes diesen auftragen. Ja, so Babyblau, Hellblau ist schwierig, ne, auf dem Auge. Aber wir versuchen das jetzt einfach mal. Wenn wir die Farben schon mal hier haben, ne? Achso, falls ihr das nicht gesehen habt, ich habe vor kurzem dazu ein Video hochgeladen, wo ich euch die Swatches zu allen Farben auch zeige. Kann ich euch mal in die Infobox packen, falls ihr es nicht gesehen habt. Dann nehme ich die Farbe hier. Einfach irgendwie ein bisschen türkisener noch. Ist das überhaupt ein Wort? Wer weiß. Ich nehme noch ein bisschen was von dem Grün hier und mache das so in die Mitte, einfach um den Übergang so ein bisschen. Mir fehlt das Wort. Mal das Türkisene. So, ich nehme jetzt von Ebelin diesen Pinsel, gehe in mein Puder, also einfach was, was eben nicht so eine große Deckkraft hat, beziehungsweise eine andere Farbe, und verblende dann das hier alles. Dann nehme ich mein Kosmetiktuch und komme erstmal klar. Es ist Wahnsinn. Ich nehme jetzt von Catrice den Eyebrow Stylist in der Farbe Brown Eyed Peas und werde damit meine Augenbrauen machen. Und der ist jetzt blöderweise halt sehr weich bei den Temperaturen. Das mag ich eigentlich nicht. Ich mag das eigentlich eher, wenn die so ein bisschen fester sind. Und man dann nicht da gleich so einen fetten Strich in der Augenbraue hat. Aber so ist das bei den Temperaturen. Ich nehme jetzt eben auch mein Puder und so einen Pinsel von The Balm. Und werde mich erstmal abpudern. Dieses Puder ist übrigens der Wahnsinn. Also ich habe mich ja neulich damit schon geschminkt. Gott, hoffentlich kommt das Video danach erst. Ja, und habe dann den Tag über das so getragen gehabt. Und es war auch extremst heiß. Also ich glaube, es hatte 32 Grad an dem Tag. In der Wohnung ist das ja dann nochmal um einiges wärmer. Und ich war matt. Ich blieb matt. Unfassbar, ne? Das ist übrigens die Farbe Dark Beige von Shiseido. Heißen die noch irgendwie besonders? UV Protective Compact Foundation.
mit Lichtschutzfaktor 30. Immerhin. Also vor allem hier fange ich schnell an zu glänzen. Und eben auf der Stirn. Ja. So weit, so gut. Puh. Leute, das ist wirklich hardcore. Die Wimpern machen wir natürlich auch noch gleich. Man könnte natürlich jetzt auch noch hier unten machen, aber ich finde, bei mir sieht das immer dann so ein bisschen aus, als wäre mir das Make-up verlaufen. Also mir gefällt das bei mir einfach nicht so gut. Ich werde eben meine Wimpern biegen und dann werde ich mit der Maybelline Lash Sensational, voller Wimpernfächer Mascara, meine Güte. Mit der Maybelline Lash Sensational voller Wimpernfächer Waterproof Mascara meine Wimpern tuschen. Und mit der bin ich eigentlich echt zufrieden. Ich mag, dass sie wasserfest ist vor allem. So, ich habe mir jetzt erstmal nur die oberen Wimpern getuscht. Weil, jetzt kommt der Clou. Ich habe hier von Essence noch diese Color Flash Mascara in der Farbe. Ah ja, 04 vielleicht? Ich weiß es nicht. Ist eben eine türkise Mascara. Leider sind die aus dem Sortiment gegangen, aber ich habe mir die damals noch gesichert. Das ist eine Burner-Farbe. Moment, ich zeige euch das natürlich. Und die werde ich jetzt einfach unten an den Wimpernkranz tuschen. Einfach nur so einen kleinen Akzent. Meine Augenbrauen gefallen mir nicht. So, mit den Augen sind wir jetzt erstmal fertig. Ich werde jetzt von Catrice aus der Metalux LE diesen Shimmering Bronzer nehmen. Wie heißt denn der? Shimmer Shade. Der ist wunderschön. Einer meiner absoluten Lieblings-Highlighter. Und diesen süßen Pinsel dazu. Passen super zusammen, ne? Den gab es mal bei H&M. Und das werde ich mir jetzt hier so die Wangen geben, auf den höchsten Punkt der Wange. Jetzt würden wir nicht schon genug glänzen, aber vor allem im Sommer, finde ich, ist Highlighter ein absolutes Muss. Ja, für mich eigentlich immer, ne? Ohne Highlighter geht bei mir gar nichts. Da darf es auch gerne mal ein bisschen mehr sein. Hier könnt ihr den, glaube ich, gerade ganz gut sehen. Und ein kleines bisschen Blush werden wir auch noch auftragen. Wobei bei der Hitze erröte ich schon von ganz alleine. Und zwar werde ich von Sleek hier die Lace-Palette nehmen. Das sind diese Blush by 3-Teile. Und ich werde diese beiden miteinander mischen. Ach, guck mal, wie schön meine Nägel dazu passen. Ist ja ein Traum. So, die beiden werde ich, wie gesagt, miteinander mischen. Oh, das ist. Die sind so gut pigmentiert. Muss man ein bisschen vorsichtig sein. Wollen sie auch nicht übertreiben. Haben wir es übertrieben? Ein bisschen vielleicht. Ich mache den hier so ein bisschen an meinem Arm gerade sauber. So. So, das hätten wir auch geschafft. Und dann möchte ich noch ein ganz kleines bisschen was auf die Lippen machen. Und da habe ich mich jetzt für J.Lo's Nude von L'Oreal entschieden. Den gab es mal vor 2 Jahren, glaube ich. Und der ist sehr hell. Ich finde auch, dass er ein bisschen zu hell für mich ist. Und das sieht aber schön aus. Aber irgendwie gefällt mir das. Vielleicht gefällt es euch nicht. Mir gefällt es. Ich werde die mal eben auftragen. Und so sehe ich dann aus. Vielleicht ist er wirklich jetzt ein bisschen zu hell. Ach, kann man machen, oder? Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Oh, die Take Me To Brazil Palette. Leute, ich kann es euch wirklich die ganze Zeit nur wieder sagen. Nein, ich wurde nicht gesponsert, leider. Beziehungsweise irgendwie schon, weil die Jessie hat sie mir geschenkt. Aber BH Cosmetics, große Liebe. Also auch die Galaxy Chic Palette, ich habe es euch schon 1000 Mal gesagt. Ja, wie dem auch sei. Ich hoffe, das kurze Video hat euch gefallen. Vielleicht schminkt ihr das ja mal noch, ich weiß es nicht. Es ist schon sehr bunt, aber ich finde, man kann das so tragen, oder? Also ich werde das jetzt heute so tragen. Ja, vielen Dank fürs Zugucken. Wir hören, sprechen, schreiben uns bestimmt ganz bald wieder. Bis dahin, tschüss.